Hey, ja, Justersnuppen, willkommen zurück zu Metro Last Light zur Fortsetzung dieses Spiels. Beim letzten Mal waren wir im Theater und haben dort ja viel sehen können, viele Gespräche mit mir miterlebt, ohne Zeit dort verbracht, haben ein paar Granaten gekauft, die wir noch nie verwendet haben bis hierhin. Und haben ja ein Upgrade zu den Waffen gekauft, nämlich zum Beispiel ein Nachtvisier für uns Pistole. Oder auch ein bisschen ein Upgrade für eine Luftdruckpistole, um dort Überdruck ja, beizubehalten. Für alle Fälle, falls sie mehr brauchen sollten. Und ja, wir haben dann das Theaterstück gesehen, was ich sehr interessant fand. Ich fand das sehr interessant. Und dann waren wir noch in der Bar und haben mit Pavlein getrunken. Nur diente das als Falle. Leider hat er uns so betrunken gemacht, dass wir dann überwältigt werden konnten. Weil er doch nie so der Freund ist, der vorgab zu sein. Aber trotz allem, was wir halt erlebt haben. Und ja. Wir machen jetzt weiter. Wir haben mal erfahren, dass Pavel Explain ein Major ist. Also nicht mal zumindest was zu sagen hat. Und trotzdem machen wir weiter mit dem nächsten Level. Und ich würde sagen, setz mal fort. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerät über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergeräte. Warte nur. Das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Ja, das ist wirklich die Frage, ne? Warum hat er die ganze Mühe gemacht, uns doch hier in Ruhe noch dort das Gefühl zu geben, wir sind hier willkommen und so weiter. Er hätte das am Anfang schon machen können, ne? Bevor wir da in die Bar gehen. Das war auch schon deswegen, er hätte uns einfach überwältigen können beim Theaterstück oder sonst sowas, ne? Es war nicht mehr diese Methode notwendig, aber wir haben uns natürlich alles geglaubt, weil er auch so sagte, wir sind ein Kamerad, Genosse, Kamerad, aber ja, so ist das, wie auf der falschen Seite, wie er gesagt hat. Gut, trotzdem, jetzt weiter im Theater und schauen, was uns jetzt erwartet. Im Level Verrat. Bewegung! Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Aber Tion, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Guten Tag. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl. Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl. Der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag. Da geht alles viel schneller als erwartet. Bewegung! Sieh mal, Aktion. Du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Ausloch! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet: alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wer ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Nicht in diesem Leben. Nicht in diesem Leben. Nicht mit diesem Verrat. Guten Tag, Genosse General. Genosse Morosow, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten.
Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Lesniki, von dem, was man gehört am Anfang, ne? Der verschwunden ist, glaube ich. Mann, sparen wir uns das anfängliche Abtasten einfach und kommen wir zur Sache. Hm? Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskvin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt. Da! Immer noch nichts! Das Mist! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör! Das Übliche. Was denn? Hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein! Du kleines Stück Scheiße! Ohne Blut gibt es keine Macht! Doch, gibt es! Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie... Komm hier, hier zurück! Gottverdammt! Du bist ein in Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Komm hierher zurück! Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Mhm. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das denn? Als Kind haben wir Schwarze schon gesehen. Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Korbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken.
Das ist jetzt sehr interessant. Wir haben ja im Intro, gerade im ersten Intro, bevor das Hauptmenü ja kam, haben wir ja gesehen, dass wir als Kind auch schon an der Oberfläche gelaufen sind. Dass da wurde ja berichtet, dass unsere Freunde mittlerweile gestorben sind. Ob das da von dem Ausflug ist, das ist halt nicht. Offenbar haben wir dort schon einen Schwarzen getroffen, der uns gerettet hat. Interessant, wir können uns offenbar nur nicht daran erinnern. Wir werden jetzt hier befreit. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Jetzt sind auch Informationen erhalten, wo es hingeht. Wir müssen nach Venedig. Also nicht dem Venedig in Italien, das ist wahrscheinlich mittlerweile eh abgesoffen. sondern eine Station, die so heißt, da wurde schwarz so gesichtet. Oder da gibt es zumindest Informationen darüber. Wo sind wir jetzt hier entkommen? Wieso wurden wir es gerettet? Von dem Sohn da, ne? Oder so ähnlich. Endlich. Setzen Sie sich, Corbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ach, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge. Die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören? Ich habe kein Recht! Ich? Moskwin. Als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Corbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Aha. Auf jeden Fall, wir wissen ja, auf jeden Fall. Noch eines Tages. Auf jeden Fall, wir wissen doch mehr, woher. Also, wir wissen halt von den sechs, die Roten wegen Lesniki, der übergelaufen ist. Der hat entsprechend alle Informationen halt weitergegeben. Und durch den Geheimdienst quasi ist das quasi auch an andere hervorgegangen. Weil er so gestreut wird, um quasi ich würde fast sagen, den RN-Krieg vorher herzubringen, um dort dann als kleiner Sieger davon zu kommen. Hätten wir hier hingehen können, um dann besser zu sehen, aber ich bin ja immer ein vorsichtig. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben?
Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dienst der roten Linie! Mhm. So sieht's aus. Gut, dass wir von der Geheimmission das wissen. Das war's mit dem Level. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der General. Ja. Das war's mit dem Level hier. Es war wieder kürzer, aber dafür gab's jetzt viel Dialoge. Wir haben viele Informationen erhalten. Und wissen damit, ja, dass wir jetzt irgendwie entkommen müssen. Ja, wir wissen, wir wissen zumindest einen Teil davon, was die Roten wissen. Auch wenn sie mich wundern, dass sie wirklich uns noch wirklich groß fragen, wenn die einen von uns haben, eigentlich als der da freiwillig mit denen kooperiert. Deswegen, brauchten die unsere Informationen überhaupt? Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, mit Hilfe zu entkommen. Ich hoffe, derjenige, der uns befreit hat, wird keine Konsequenzen davon tragen müssen. Man muss da rechnen, dass er auch getötet wird als Verräter. Ne? Deswegen. Aber was ist unser Schicksal, kann man den wahrscheinlich nicht beeinflussen. Vielleicht können wir nur retten am Ende, aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dieser Folge hier. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir auf Twitter und auf Facebook folgen könnt, um am aktuellen Stand zu bleiben, was der Kanal angeht. Ihr könnt in die Steam-Gruppe kommen zum Diskutieren und Quatschen über den Let's Plays und Livestreams. Oder auch Vorschläge machen, könnt ihr dort auch. Ihr könnt aber mir auch im Discord-Server beitreten, zum Quatschen, zum Spielgruppen bilden, zum Spaß haben, zum Leute kennenlernen, zum Mitmachen von Livestreams, zum Wissen, was so Neues gibt auf meinem Kanal und was so geplant ist und ähnliches. Und ja, auch Vorschläge könnt ihr dort auch machen, Umfragen könnt ihr auch teilnehmen. Alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.